Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum sechsten Termin unserer Social Media A-Vorlesung. Heute die zweite Seite der Medaille des Newsfeeds sozusagen. Wir haben uns letzte Woche über das Thema Algorithmen bzw. organische Verbreitung unterhalten. Kurz zur Erinnerung, eines der Hauptprinzipien von Social Media Plattformen, zumindest der meisten Social Media Plattformen, besteht darin, die Aktivitäten der Nutzerinnen und auch die Daten, die diese Nutzerinnen auf ihren Profilen hinterlegen, zu nutzen, zu verwenden, um möglichst relevante Inhalte anzuzeigen. Diese Inhalte sind personalisiert, das heißt, jeder von uns bekommt einen anderen Newsfeed. Zum einen spielen da die Accounts, denen sie folgen, beispielsweise auf Instagram, beziehungsweise die Personen, mit denen sie befreundet sind auf Facebook oder Unternehmenspages, denen sie folgen, eine Rolle. Das ist sozusagen die Grundgesamtheit an Inhalten, die zur Verfügung steht, und aus all diesen Inhalten zeigt Ihnen die jeweilige Plattform einen bestimmten Teil an. Wie dieser Teil ausgewählt wird, das regeln die Algorithmen, und die unterscheiden sich je nach Plattform. Wie gesagt, Ihre Reaktionen, wenn Sie auf den Inhalt beispielsweise durch das Betätigen des Like-Buttons, durch Teilen, durch das Verfassen eines Kommentars reagieren, dann gilt das im Normalfall als Signal für Interesse und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft weitere Beiträge dieser Absenderin oder dieses Absenders in Ihrem Newsfeed zu Gesicht bekommen. Der zweite Faktor, der meistens auch eine große Rolle spielt, sind die Reaktionen Ihres Netzwerks. Wenn beispielsweise auf Facebook oder genauso auf LinkedIn einige Ihrer Freunde, Kontakte auf einen bestimmten Inhalt reagieren, dann je nach Quantität der Reaktionen zeigen Ihnen Algorithmen teilweise auch Inhalte an, die Sie selber gar nicht explizit abonniert haben. Das heißt, sozusagen die Interessen Ihres Freundeskreises, Ihrer Community und Ihre eigenen Reaktionen definieren, welche Inhalte Sie da zu Gesicht bekommen. Ich habe es das letzte Mal nicht erwähnt, aber ich denke, es ist auch bemerkenswert, sich mal vor Augen zu führen, dass Social Media Algorithmen oder beziehungsweise Social Media Plattformen bei diesen Social Signals im Wesentlichen nur positive Signale anbieten. Das ist jetzt ganz egal, ob wir von Facebook sprechen. Besondere Unterschiede zwischen den einzelnen Likes auf Facebook haben sie ja mehrere Varianten, genauso auf LinkedIn, vom simplen Daumen hoch über wütend, lachend und so weiter. Unterscheiden sich nicht großartig, das sind im Wesentlichen verschiedene emotionale Reaktionen, die aber, bei Wut oder Trauer kann man drüber streiten, die aber im Wesentlichen positive Reaktionen sind. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, das kennen Sie alle, und zwar bei YouTube ist das Ganze etwas anders. Die erste Plattform, die von Beginn an eine negative Reaktion integriert hatte. Sie wissen ja, wenn Sie ein YouTube-Video aufrufen, dann haben Sie hier eben nicht nur das Daumen-Hoch-Symbol, sondern auch den Daumen runter. In den ersten Jahren YouTube-Existenz wurde auch hier beim Daumen runter ein öffentlicher Counter angezeigt, ein öffentlicher Zähler, den hat YouTube dann irgendwann entfernt. Das heißt, Sie können ein Video liken, dann öffentlich ersichtlich, wie viele Likes das hat, wie viele Personen diesen Kanal abonniert haben und wie viele Views dieses Video bis jetzt hat. Sie können auch die negative Reaktion nutzen. Wie gesagt, hier wird kein öffentlicher Zähler angezeigt, aber der Creator, der Ersteller des Videos bekommt diese Informationen. Es gibt für und wieder für negative Reaktionen, die können natürlich auch verwendet werden, um Inhalte downzuvoten, aber im Großen und Ganzen geht es hier tatsächlich um positive Reaktionen. Wenn Sie an den Facebook Newsfeed hier denken, da haben wir hier bei Gefällt mir diese insgesamt 7 unterschiedlichen Reaktionen, aber keinen Daumen nach unten. Genauso Kommentarfunktion, Teilen, all diese Faktoren fließen da eben ein. Dieser Teil, der über die Algorithmen verteilt oder distribuiert wird, das bezeichnen wir im Normalfall als organische Verbreitung, als organisches Marketing. Jetzt aus Unternehmenssicht oder wenn Sie als Person im beruflichen Kontext Social Media nutzen, weil Sie
Instagram-Influencer werden möchten, weil sie auf diesem Weg Kunden finden wollen, dann ist natürlich sozusagen eine Frage oder eine interessante Herausforderung, wie kann ich diese organische Verbreitung nutzen, um kostenlos möglichst viele Personen zu erreichen. Und natürlich ist diese organische Reichweite nicht kostenlos, sie müssen Ressourcen dafür einsetzen, das Erstellen von Inhalten ist relativ aufwendig. Und das zweite Problem unter Anführungszeichen ist, es hängt natürlich sehr von den existierenden Kanälen ab. Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen und jetzt beginnen, beispielsweise Instagram zu benutzen und Sie wissen, es ist keine gute Idee, Follower zu kaufen, dann ist es am Anfang natürlich schwierig, da beißt sich auch irgendwo die Katze in den Schwanz. Wenn Sie sehr wenige Follower haben, wird es auch schwierig, Reichweite zu bekommen. Genauso, selbst wenn Sie bereits viele Follower haben, aber Sie möchten vielleicht neue Personen außerhalb Ihrer Zielgruppe erreichen, und für all diese Anwendungsfälle gibt es ja sozusagen ergänzend zu dieser organischen Verbreitung die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Das ist natürlich jener Teil, mit dem die Social Media Plattformen ihre Ausgaben refinanzieren. Ich habe Ihnen ganz am Anfang mit Ihnen darüber gesprochen, dass im Gegensatz zu klassischen Medien, ob das jetzt Verlagshäuser sind oder Radio-Fernsehsender, diese Social Media Plattformen im Normalfall selbst keine Inhalte produzieren, sondern eben eine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und natürlich, diese Infrastruktur klingt jetzt vorerst mal trivial. Ja, da programmiert halt jemand ein paar Skripte und dann hat man sowas wie Twitter. Aber natürlich steckt da ein ziemlicher Aufwand dahinter. Auf der einen Seite technologisch. Die großen Netzwerke brauchen sehr, sehr aufwendige weltweite Serverinfrastrukturen. Sie möchten ja ungern eine halbe Minute warten, jedes Mal, wenn Sie ein Bild aufrufen auf Facebook oder Instagram, das soll alles recht schnell gehen. Sie haben auf all diesen Plattformen die Möglichkeit, im Wesentlichen unlimitierte Videomengen hochzuladen, das braucht auch Speicherplatz und ist alles verbunden mit IT-Kosten, Stromkosten und dann selbstverständlich auch Personalkosten. Nur, dass diese Plattformen selber keine Inhalte erstellen und daher logischerweise auch keine Redaktionen betreiben, bedeutet ja nicht, dass nicht trotzdem der Personalaufwand recht hoch ist, sei es jetzt in technischer, juristischer Hinsicht, aber natürlich auch, was die Moderation der Inhalte und die Einhaltung der technischen Vorgaben, nicht zuletzt die Weiterentwicklung betrifft. Die Zahl ist schon einige Jahre alt, das dürfte mittlerweile auch nicht unbedingt weniger gewesen sein, aber ich versichere Ihnen, die tägliche oder wöchentliche Stromrechnung von Google und Co. möchten sie nicht bezahlen. Muss man diese Unternehmen dafür bedauern? Nein, und wie gesagt, mit diesem Werbemodell haben die einen Weg etabliert, diese Kosten weit mehr als zu refinanzieren. Das Prinzip von Social Media besteht ja darin, weitgehend, dass Social Media Plattformen meistens gratis zu nutzen sind und da gibt es auch diesen gern zitierten Spruch, wenn das Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt. Oder anders ausgedrückt, wir bezahlen mit unseren Daten. Was heißt das? Was ist damit gemeint? Naja, wenn Sie sich registrieren, dann tragen Sie mehr oder weniger Informationen auf Ihren Profilen ein. Instagram-Profil ist jetzt nicht besonders komplex und bietet nicht allzu viele Möglichkeiten der Gestaltung. Bei Facebook könnten Sie schon weit mehr eintragen, genauso bei LinkedIn. Diese Profildaten, ob die jetzt Alter, Geschlecht, Interessen enthalten, das sind natürlich sehr interessante demografische Daten fürs Werbetargeting. Und noch mehr, wie gesagt, zwingt Sie ja niemand, Sie können ja auch ein sehr rudimentäres Profil ausfüllen, aber sobald Sie Social Media benutzen, sobald Sie im Newsfeed rumsurfen, entsteht eben über Ihre Reaktionen ein Bild Ihrer Interessen, ja, wiederum Daten zu Hobbys, Interessen, Themen, auf die Sie ansprechen, auf die Sie reagieren. Und diese Präferenzdaten, diese Interessensdaten, diese demografischen Daten stellen Plattformen wie Facebook Werbetreibenden zur Verfügung. Allerdings, und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, ja, wir haben ja bereits über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen, Social Media Werbung ist älter als der Zeitpunkt, seitdem die DSGVO in Kraft ist. Diese Weitergabe von demografischen Daten bedeutet jetzt nicht, dass Facebook und andere Plattformen sozusagen Datensätze, Excel-Sheets, Datenbanken mit den Namen und den Interessen der Nutzer weitergeben. Die Werbetreibenden haben keinen direkten Zugriff auf die einzelnen Personendaten, sondern das Modell funktioniert im Wesentlichen so, dass sie jetzt sagen, ich möchte meine Werbeanzeige allen
Facebook-Nutzern im Großraum Wien, die sich in der Vergangenheit für Foto, für Spiegelreflexkameras interessiert haben, anzeigen. Könnte jetzt beispielsweise Sinn machen, wenn Sie ein Fotogeschäft oder einen Online-Fotohandel betreiben. Was Facebook da macht, ist, analysiert sozusagen die eigene Datenbank und Personen, das ist eben genau der Punkt, sie müssen nicht auf ihrem Profil explizit eintragen, ich interessiere mich für Spiegelreflexkameras, sondern Facebook weiß unter Anführungszeichen, welche Pages sie besuchen, wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Canon, Nikon abonniert haben oder vielleicht in der Vergangenheit immer wieder mal auf Beiträge, wo es um Fotografie geht, geklickt haben, wenn sie Mitglied in einschlägigen Gruppen sind, dann ergibt sich daraus ziemlich eindeutig die Information, dass sie sich wohl vermutlich für Fotografie interessieren. Wenn man sich gerade auch im beruflichen Kontext mal mit anderen Themen beschäftigt als normalerweise, ich habe, wie gesagt, ich recherchiere immer wieder mal für Kunden und das sieht man relativ deutlich. Ich habe mal für einen Kunden gearbeitet, der in erster Linie Babyausstattung verkauft und habe da sehr viel recherchiert und bekam dann eine Zeit lang tatsächlich immer Windel- und Babykleiderwerbung und so angezeigt. Das heißt, diese Algorithmen oder besser gesagt dieses Werbesystem ermöglicht es erstmal den Werbetreibenden näher an die Zielgruppe zu kommen. Wenn Sie das ganz grundlegend vergleichen, das ist natürlich kein neues Prinzip in der Werbung, vor Social Media, vor digitaler Werbung, hatten Sie als Werbetreibender wesentlich eingeschränktere Möglichkeiten. Je nach der Art des Produkts, der Dienstleistung, die Sie bewerben wollten, je nach Reichweite, gab es eben die Möglichkeit, entweder in sozusagen breit gestreuten Massenmedien zu werben oder wenn es um spezifische Produkte geht, stellen Sie sich vor, beispielsweise Hebebühnen für Autowerkstätten ist jetzt nicht etwas, was jeder in seiner Wohnung zu Hause braucht. Wenn Sie also ganz konkret Autowerkstättenbesitzer erreichen wollten, dann gab es allenfalls noch die Möglichkeit, Adressen zu recherchieren, die Personen direkt anzuschreiben oder einschlägige Fachmedien zu nutzen. Es gibt ja viele Branchenmedien und möglicherweise, weiß nicht, ich kenne mich in dem Bereich nicht so aus, vielleicht gibt es ja auch ein, ich vermute mal, es wird auch ein oder mehrere Fachmagazine für den Bereich Autowerkstätten geben und hätten sie ihre Werbung dort platzieren können. Durch das genauere Targeting auf Social-Media-Plattformen ist es möglich, die Zielgruppen viel fein granulierter zusammenzustellen. Es gibt übrigens bei allen Plattformen auch eine Untergrenze, eben genau aus Datenschutzgründen, wenn Sie jetzt Ihre Targeting-Kriterien zusammenstellen, also Alter, Wohnort, bestimmte Interessen, Präferenzen, dann resultiert daraus eine bestimmte Zielgruppengröße, die zeigt Ihnen die jeweilige Plattform auch gleich an. Das heißt, mit den und den Targeting-Kriterien würde die Werbung dann für so und so viele Personen geschalten werden. Und bei Facebook ist diese Untergrenze aktuell 200 Personen und das nur nebenbei erwähnt. Das ist also so ganz grundlegend das Prinzip und ein zweiter sehr wesentlicher Unterschied, vor allem jetzt aus praktischer und auch medienökonomischer Hinsicht. Typischerweise oder im traditionellen Modell, vielleicht haben Sie das auch schon mal detailliert gehört in einer Vorlesung über Werbung oder Medienökonomie, schalten die meisten Unternehmen Werbung nicht direkt bei den jeweiligen Werbepartnern, sondern da gibt es noch einen Vermittler dazwischen, die sogenannten Mediaagenturen. Die, und ich spreche, gibt es auch schon lange vor der digitalen Zeit, deren Aufgabe es in erster Linie ist, das Budget des Werbekunden möglichst sinnvoll auf unterschiedliche Medien zu verteilen. Wenn wir bei meinem Beispiel von vorher bleiben, der Verkäufer von Autohebebühnen beauftragt eine Mediaagentur und die würde dann eben recherchieren, welche Fachmedien gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, diese Werbung zu schalten. Das bedeutet auch, dass sozusagen der technische Teil der Abwicklung, der liegt dann bei den Mediaagenturen. Und dann gibt es im Normalfall noch eine Kreativagentur, die sozusagen die eigentlichen Werbesujets bastelt. Also durchaus einige Experten am Werk. Was Social-Media-Plattformen von Beginn an gemacht haben, und Facebook war in dieser Hinsicht sicherlich ein Pionier, hat denselben Weg beschritten, den Google auch bei den AdWords gegangen ist. Social-Media-Advertising beruht im Wesentlichen auf Self-Service. Das heißt, die Plattformen bieten Tools an, Verwaltungstools für zum Anlegen, Monitoren, Auswerten ihrer Werbekampagnen, und Sie als Unternehmen schalten diese Werbung selbst.
Das Ganze ist verbunden mit sehr geringen Minimalbudgets. Wenn Sie auf LinkedIn, auf Facebook weiß ich den aktuellen Mindestwert nicht, vielleicht kennt ihn jemand von Ihnen, wenn Sie aktuell auf LinkedIn eine Kampagne schalten wollen, dann müssen Sie mindestens 10 Euro pro Tag pro Kampagne ausgeben. Das sind jetzt wirklich keine horrenden Geldmengen. Das heißt, da kann man schon mit Kleinbeträgen sehr viel rumprobieren. Das war früher auch schwierig, weil wenn Sie einen Radio- oder einen Fernsehspot schalten, dann ja, bezahlen Sie eben für die volle Reichweite. Das heißt, das Ganze ist wesentlich feingranulierter. Bedeutet allerdings nicht, dass es keine Media-Agenturen mehr gäbe. Natürlich gibt es spezialisierte Anbieter, die diesen Teil übernehmen, aber ich würde sagen, ein großer Teil der Unternehmen, und das ist natürlich auch etwas, das einige von Ihnen garantiert beruflich betreffen wird, immer mehr Unternehmen holen sich diese Kompetenz ins Haus. Ich begleite immer wieder mal auch Kunden beim Recruiting oder berate sie dabei, und da ist mir schon aufgefallen, dass immer mehr Unternehmen, wenn es beispielsweise darum geht, neue Mitarbeiterinnen, neuen Mitarbeiter für die Kommunikationsabteilung zu rekrutieren, dass da bei den geforderten Skills sehr, sehr häufig mittlerweile dabei steht, Erfahrung im Umgang mit Social Media Werbung oder Management von Social Media Kampagnen. Macht auch Sinn, weil, wie gesagt, dadurch, dass man da sehr viele Stellhebel in der Hand hat, und wir werden uns später heute auch noch seine Kampagne in der Praxis anschauen, macht es natürlich Sinn, das Ganze auch laufend zu betreuen. Eine Anmerkung im Chat von The Irish Red, halber sehen. Dankeschön, ja, guter Punkt. Reddit hat diese Reaktion auch, nämlich die negative Reaktion, von der wir vorher gesprochen haben. Das ist in der Tat sehr, sehr interessant bei Reddit, weil da ist, ich sag mal, dieser Prozess noch deutlich sichtbarer. Ich glaube, man muss sich dazu anmelden, damit man voten kann. So. Wie gesagt, Reddit-Fans rufen die Seite auch mal so auf. Sehr, sehr häufig kommt man aber über Google-Suchen zu spezifischen Diskussionen. Und Sie sehen hier das Pfeil oben, Pfeil unten, wird auch die Zahl der Reaktionen angezeigt. Und das signalisiert auch, ich meine, auf YouTube oder im Social Media Newsfeed ist es nicht ganz so offensichtlich, das signalisiert auch das Down- und Upvoting. Also je nachdem, wie viele Upvotes oder Downvotes ein Beitrag erhält, wird er auch weiter oben oder unten angezeigt. Und Sie hier reinschauen in die Kommentare, da ist bei jedem einzelnen Kommentar genau das Gleiche. Und auch die Reihung der Kommentare wird dann danach vorgenommen. Es gab eine Zeit lang, eigentlich vor dem großen Boom von Social Media, eine Reihe von Newsportalen, die nannten sich Social Media, Social News Portale, Social Bookmark Portale, wo man eben Artikel verlinken konnte und die Nutzer auch wählten. Ähnliches Prinzip, aber erhalten hat sich davon nur Reddit, und die Seite, wir haben es eh schon mal angesprochen, die besticht natürlich in erster Linie mit einem immens breiten Themenportfolio. Ilato, Dankeschön, auch sehr gute Anmerkung. Zu Anfangszeiten gab es bei YouTube auch noch eine völlig andere Bewertungsmöglichkeit. Man konnte, ähnlich wie jetzt bei Amazon, Sterne vergeben, 1 bis 10. Genau, auch eine Ranking-Möglichkeit. Man möchte meinen ja, fein detaillierter hat ja auch einen Grund, wenn wir sozialwissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche Untersuchungen, Befragungen durchführen, dann arbeiten wir in den meisten Fällen, genauso bei Meinungsforschung, ja auch nicht mit Daumen hoch, Daumen runter Skalen, sondern eher mit feiner skalierten Abstufungen von Stimme voll zu, Stimme eher zu und so weiter. Das kennen Sie alles. Ist aber dann auch verschwunden, und ja, wie gesagt, zumindest der Thumb Down hat sich bei YouTube als eine der wenigen Plattformen noch erhalten. Ja, bevor wir uns Werbung in der Praxis anschauen, möchte ich Ihnen gerne noch einige Kennzahlen zeigen, beziehungsweise noch kurz ein Modell ansprechen, das Ihnen vermutlich auch in anderen Lehrveranstaltungen bereits begegnet ist oder im Opernhaus Ihrer Wahl. AIDA, das sogenannte AIDA-Modell, steht für Attention, Interest, Desire, Action.
ist ein sehr gängiges Modell. Ich glaube, stammt aus den frühen 70er Jahren, wenn es darum geht, Werbewirkung zu beschreiben oder eben auch Kampagnen zu planen. Das ist keine Laune des Designers, dass diese Darstellung hier einen Trichter ergibt, dass das erste A oben sehr breit angelegt ist und dann immer schmaler wird. Gemeint ist damit, wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt bringen, denken Sie an Startups, das es so in der Form bisher nicht gibt, dann ist die erste Aufgabe, dass potenzielle Kunden mal davon erfahren, dass dieses Produkt überhaupt existiert. Wenn bisher jeder Staubsauger mit, das war ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, das ist eine Technologiegeneration, die jetzt dann kurz ganz vor der Ablöse steht. Wenn die meisten Haushalte Staubsauger mit Beuteln, also mit Wechselbeuteln verwenden und sie sind der Herr Dyson und erfinden dann den ersten beutellosen Staubsauger, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, Sie können sich jetzt darauf verlassen und ich glaube, diese Strategie hat gerade im Fall von Dyson eine beträchtliche Rolle gespielt, dass Ihr Gerät sehr futuristisch und spacig aussieht, auch wenn es ein Plastikbomber ist im Wesentlichen und in den Verkaufsstellen sehr auffällt. Es wird aber nicht ausreichen, Sie werden in der ersten Phase sozusagen Ihren potenziellen Käufern, eben jenen Personen, die demnächst einen Staubsauger kaufen möchten, sagen müssen, dass ihr Produkt existiert. Da sind wir hier in der Attention-Phase, also Kunden darauf aufmerksam machen. Wenn wir erfahren, es gibt etwas, ein neues Produkt existiert, dann ist es normalerweise nicht so, dass wir sofort unsere Geldbörse oder Kreditkarte zücken und dieses Produkt kaufen, sondern da passieren dazwischen noch weitere Schritte. Sie haben gehört, es gibt diese beutellosen Staubsauger, aber Sie wissen noch nicht viel drüber. Eine zweite Stufe wäre, Interesse zu wecken. Da geht es dann eher um produktbezogene Argumente. Sie sparen sich die teuren Beutel, das Ausleeren funktioniert, die saugt Tierhaare besser, was auch immer. Beispielsweise das Tierhaar-Argument wird jemandem, der selber keine Haustiere besitzt, herzlich egal sein. Wenn man, so wie ich, zwei Beagle-Terrier, Kurzhaarhunde oder Katzen oder was auch immer besitzt, dann sind oder das Tierhaare-Saugen eher ein Thema. Wenn Sie das Ganze jetzt auf Social Media Marketing übertragen, ist es, glaube ich, relativ leicht einzusehen, wenn Sie ein Sujet haben, in dem Sie beispielsweise Ihren Staubsauger damit bewerben, dass er besonders gut mit Tierhaaren umgehen kann, dann wird es natürlich Sinn machen, diese Werbung primär an Personen auszuspielen, die selbst auch Haustiere besitzen. Produktbezogene Features. Aus denen entsteht dann im Idealfall die dritte Phase. Das weiche D steht für Desire, also Verlangen erzeugen. Und im letzten Schritt die Action, ist relativ leicht einzusehen, das ist dann der Kauf. Wenn Sie Kampagnen planen, wenn Sie Ihre Werbemaßnahmen in Ihren Kommunikationsplan entwerfen, und das gilt für Social Media ganz genauso, dann tun Sie sehr gut daran, sich zu überlegen, in welcher Phase dieses Trichters befinde ich mich. Der Grund, warum das nach unten hin immer schmaler wird, ist, denke ich, auch klar. Sie kommunizieren hier oben mit möglichst vielen Mitgliedern Ihrer Zielgruppe und nicht alle, selbstverständlich werden nicht alle Ihr Produkt kaufen, es werden sich nicht einmal alle dafür interessieren, aber am Ende bleiben ein paar übrig, hoffentlich genug, damit sie wirtschaftlich überlebensfähig sind und bleiben. Und dieses Modell steht auch in engem Zusammenhang mit dem Retargeting. Sie kennen vielleicht das Beispiel oder Sie kennen es auch aus eigener Erfahrung. Man schaut sich auf Zalando mal diesen roten Pullover, was auch immer an, kauft ihn aber nicht und er verfolgt einen dann monatelang durchs Internet. Immer wieder taucht diese Werbung auf. Das ist sozusagen das Retargeting. Da weiß man, es gab schon eine gewisse Attention, vielleicht sogar Interest, aber beim Desire muss man jetzt den Kunden nochmal dran erinnern, kauf dir diesen Pullover doch. Das heißt, für die Planung von Werbeanzeigen ist dieses Modell ganz, ganz wesentlich. Jetzt ist es natürlich so, dass Social Media Werbung, nicht nur Social Media Werbung, sondern Social Media allgemein eine Menge Datenschutzbedenken erzeugt und die Verabschiedung der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung in Europa, war da sicherlich ein
wichtiger Schritt, aber der löst natürlich nicht alle Probleme unter Anführungszeichen, sondern es gibt immer noch sehr, sehr starke Bedenken. Auf der einen Seite war Facebook, wie bereits gesagt, mittlerweile der Meta-Konzern, damals hieß es ja noch Facebook, sicherlich ein Pionier. Das hat mit unser aller Taschenheiligtum zu tun. Ungefähr zu der Zeit, als Facebook begann, Werbung anzubieten, begann auch der Siegeszug der Smartphones und nahm eine Entwicklung, einen Ausgang, die jetzt eigentlich darin kulminiert, dass wir, klar, je nach Nutzungsszenario, aber bei einigen Plattformen, zum Beispiel TikTok, eine ungleich höhere Nutzung am Smartphone haben. Am Desktop ist relativ viel Platz, so ein Bildschirm her betrachtet, da können Sie sehr gut neben dem Newsfeed, links und rechts neben dem Newsfeed, Werbeanzeigen unterbringen. Genau das haben die Social Media Plattformen am Anfang auch gemacht. Wenn Sie jetzt die App am Handy haben, und das kennen Sie auch von Spielen, da muss man den ohnehin relativ kleinen Bildschirm möglichst ausnutzen, und dann kann man da unten einen Banner reinquetschen, wo man dann vielleicht mal unabsichtlich mit dem Daumen anstößt, aber es ist nicht sehr viel Platz vorhanden. Deswegen die geniale Lösung von Mark Zuckerberg: Wir zeigen die Werbung eben direkt im Newsfeed an. Das hat jetzt natürlich von der Formatierung her auch sehr viel mit dem sogenannten Native Advertising zu tun. Wenn Sie eben durch Ihren Newsfeed hier runterscrollen, da haben wir eine Anzeige, Investmentbank. Letzte David Scheidt in der letzten FM4 Comedy Sendung hat einen großartigen Remix gemacht von YouTube Anzeigen von dem Herrn hier. Wie auch immer, da steht Anzeige. Das ist rechtliche Vorgabe, Wettbewerbsrecht, Werbung muss gekennzeichnet werden. Aber abgesehen von diesem kleinen grauen Text Anzeige hier, sieht dieser Beitrag ganz genauso aus wie ein normaler organischer Beitrag. Ja, hier haben wir einen Beitrag von einem Bekannten von mir, also ein normaler organischer Beitrag. Da steht hier vor einem Tag gepostet, Text, Video und so weiter. Da fehlt eben dieses Anzeige, aber ansonsten gleich formatiert wie die normalen Inhalte. Das ist natürlich dieses sogenannte Native Advertising, also die Werbung möglichst unauffällig in den Inhalten unterzubringen. Auch das gab es im digitalen Bereich schon vor Social Media Kampagnen. Denken Sie beispielsweise an Advertorials oder ähnliche Formate auf Blogs. Und wenn diese Werbung da drin untergebracht ist, dann funktioniert das eben auch ganz hervorragend am Smartphone. Dann haben Sie das Platzproblem nicht mehr, dann tauchen diese Beiträge einfach da dazwischen auf. Soweit, so gut. Woher die Datenschutzbedenken? Auch hier wiederum Pionier Facebook schuld. Man muss schon sagen, die Plattform ist natürlich sehr, sehr schnell entstanden. Es gab immer wieder mal technische Leaks und technische Probleme. Einer der bekanntesten und größten Skandale ist Ihnen vermutlich geläufig vom Namen, der sogenannte Cambridge Analytica-Skandal. Worum ging es dabei? Cambridge Analytica ist ein Analyseunternehmen, das politischen Kunden Werbedaten zur Verfügung stellt. Und was die gemacht haben, sie haben solche, die waren eine Zeit lang auf Facebook recht populär, solche Psychotest-Apps, keine Ahnung, welcher Marvel-Character bist du, so in die Richtung, angeboten. Und wenn Sie an diesem Test teilgenommen haben, diese Fragen beantwortet haben, dann konnte die Applikation eben nicht nur auf Ihre Daten, sondern ich glaube auf die Daten aller Ihrer Freunde zugreifen, und Cambridge Analytica hat diese Daten dann ausgewertet. Meines Wissens nach war die Grundlage dafür ein technischer Fehler letztendlich, oder man könnte auch sagen eine zu laxe Sicherheitsvorkehrungen von Facebook. Auf jeden Fall das spezifische Problem daran, warum das auch so große Wellen gezogen hat, ist ja in erster Linie, ganz konkret bei Cambridge Analytica, dass nicht nur ihre eigenen Daten weitergegeben werden, sondern eben auch die ihrer Freunde. Sie hätten ja die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte diese App nicht nutzen. Und das hat dann Facebook durchaus gezwungen, für wesentlich höhere Sicherheitsstandards zu sorgen. Am Anfang, Sie können ja, wenn Sie technisch dazu in der Lage sind, Facebook-Apps programmieren, alle möglichen Zusatz-Apps, die es für die Plattform gibt.
Am Anfang hatten diese Apps sehr weitgehende Rechte, sie konnten alle möglichen Daten auslesen. Mittlerweile ist Facebook da sehr viel strenger geworden. Cambridge Analytica war aber nicht der einzige Skandal. Es gab einige andere Themen, unter anderem, habe ich auch in der letzten Woche erwähnt, diese Experimente mit verschiedenen Nutzersegmenten, denen man teilweise sehr positive, teilweise vorwiegend negative Inhalte angezeigt hat, ohne deren Wissen. Alles andere als ethisch saubere Forschung. Und so ist halt, ich sage mal so, es waren viele kleine Puzzlesteine, Cambridge Analytica, sicherlich ein großer Brocken, die dann letztendlich zu immer mehr Misstrauen gegenüber Facebook und dem Meta-Konzern geführt haben. Das kulminierte dann auch darin, dass Mark Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress aussagen musste und sozusagen die Datenschutzstrategie bzw. speziell den Umgang von Facebook mit Werbedaten verteidigen musste. Jetzt ist dieses Interview nicht so rasend aufschlussreich oder erzählt hier nicht so viel Neues, aber es dauert nur 4 Minuten 20 und allein sein Mienenspiel ist bemerkenswert, deswegen möchte ich Ihnen das hier gerne kurz vorspielen. So. Hier haben wir den Herrn Zuckerberg. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, thank you for being here. Thank you for your patience and over both days of testimony. You spoke about the framing of your testimony about privacy, security, and democracy. I want to ask you about privacy and democracy, because I think obviously those are linked. You have said over the course of questioning yesterday and today that users own all of their data. So I want to make sure that we drill down on that a little bit. I think our colleagues have tried. That includes, I believe, that the information that Facebook requires users to make public. So that would be a profile picture, gender, age range, all of which is public-facing information. That's right. Yes. Okay. So can advertisers then, understanding that you, Facebook, maintain the data, you're not selling that to anybody else, but advertisers clearly end up having access through that through agreements with you about how they then target ads to me, to you, to any other user. Can advertisers in any way use non-public data, so data that individuals would not think is necessarily public, so that they can target their ads? Congressman, the way this works is, let's say you have a business that is selling skis, okay, mm-hmm. and you have on your profile that you are interested in skiing, but let's say you haven't made that public, but you share it with your friends, or, right. So broadly. We don't tell the advertiser that here's a list of people who like skis. They just say, okay, we're trying to sell skis. Can you reach people who like skis? And then we match that up on our side without sharing any of that information. Understood. You don't share that, but they get access to that information so that if they know that they want to market skis to me because I like skis. On the realm of data that is accessible to them, does Facebook include deleted data? Congressman, no. Okay. And I also would push back on the idea that we're giving them access to the data. We allow them to reach people who said that on Facebook, but we're not giving them access to the data. Fair. So can advertisers either directly or indirectly get access to or use the metadata that Facebook collects in order to more specifically target ads? So that would include, I know you've talked a lot about how Facebook would use access to information for folks that, well, I might be able to opt in or out about your ability to track me to other websites. Is that used by those advertisers as well? Congressman, I'm not sure I understand the question. Can you give me an example of what you mean? Does the advertisers that are using your platform, do they get access to information that the user does not actually think is either one, being generated, or two, is public? Understanding that, yes, if you dive into the details of your platform, users might be able to shut that off. But I think one of the challenges with trust here is that there's an awful lot of information that's generated that people don't think that they're generating and that advertisers are being able to target because Facebook collects it. Yes. So, Congressman, my understanding is that
the targeting options that are available for advertisers are generally things that are based on what people share. Now, once an advertiser chooses how they want to target something, Facebook also does its own work to help rank and determine which ads are going to be interesting to which people. So we may use metadata or other behaviors of what you've shown that you're interested in a newsfeed or other places in order to make our systems more relevant to you. But that's a little bit different from giving that as an option to an advertiser, if that makes sense. Right. But then I guess the question back to, and I only got 20 seconds, I think one of the rubs that you're hearing is, I don't understand how users then own that data. I think that's part of the rub. Second, you focus a lot of your testimony and the questions on the individual privacy aspects of this, but we haven't talked about the societal implication of it. And I think, while I applaud some of the reforms that you're putting forward, the underlying issue here is that your platform has become a mix of news, entertainment, social media, that is up for manipulation. We've seen that with a foreign actor. If the changes to individual privacy don't seem to be sufficient to address that underlying issue. Time has expired. Love your comments on that at the appropriate time. Thank you. Grill nicht ohne Meckler. Original Meckler. Ich finde das wirklich ganz interessant. Wie gesagt, war natürlich ein wichtiges Hearing. Wenn Sie das näher interessiert, Sie finden weite Teile, wenn ich da das ganze Hearing auf YouTube zum Nachschauen. Viel rauskommen ist dabei nicht, aber ich glaube, was man bei dem Interview sehr, sehr gut sieht, das sind jetzt amerikanische Kongressabgeordnete, die haben sich natürlich auch vor dem Hearing mit dem Thema befasst, da gibt es auch umfassende Dokumente dazu, aber es ist eine komplexe Materie, die nicht so leicht zu verstehen ist. Was er hier anspricht, also der Fragesteller, unter anderem diese Einbeziehung von Drittseitendaten, Facebook erlaubt es ja Webseitenbetreibern, genauso wie andere Plattformen, ein sogenanntes Retargeting-Pixel einzubauen. Sie kennen das, wenn Sie Webseiten aufrufen, wird auch im Cookie-Hinweis abgefragt, wenn Sie dann sagen, ja, ich erlaube alle Cookies, dann wird Facebook eben darüber informiert, dass Sie diese Webseite besucht haben. Wenn das eine Webseite über Autohebebühnen ist, um wieder auf das gleiche Beispiel zurückzukommen, dann ist das eben auch wiederum für Facebook ein Indikator, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Was er hier anspricht an den Metadaten, dass Facebook hier noch weiter optimiert, das hat natürlich auch viel mit ihren persönlichen Präferenzen zu tun. Manche von uns schauen sich lieber Videos an, andere reagieren eher auf Bildanzeigen. Auch solche Daten kennt Facebook im Laufe der Zeit und ist nur ein Beispiel, da gibt es natürlich noch mehrere, und berücksichtigt die in der Ausspielung. Und die Frage ist eben immer, und das ist ja auch eines der Grundprinzipien der DSGVO, wie transparent ist das Ganze für die Nutzer. Und es ist nicht so, dass dieses Hearing gar keine Auswirkungen hatte. Es gab schon einige Features, die in diese Richtung gehen, die Facebook dann hinzufügen musste. Ich bin jetzt hier nochmal im Newsfeed und wir werden einfach bis zur nächsten Werbung weiter scrollen. Hier haben wir jetzt eine Anzeige und Sie haben hier bei den Anzeigen in diesem Drei-Punkt-Menü dieses Warum sehe ich diese Werbeanzeige? Ja, dieser Punkt oder diese Zusatzinformation ist dann irgendwann dazugekommen. Es soll das Ganze transparenter machen, was passiert, wenn wir da draufklicken. Es gibt so eine grobe Übersicht quasi, welche Targeting-Optionen der Werbetreibende hier nutzt. Das ist in dem Fall Langkan viel, noch nie gehört. Personen ab 30 Jahren, da fällt man dann selber rein, eben Personen mit Hauptstandort Österreich. Mehr sieht man da erstmal nicht. Und dann Aktivitäten, die wollen offenbar Personen erreichen, die mit Werbeanzeigen zu Bankwesen, Finanzen, Reichen, Bücher, Literatur. Ja, da sieht man sozusagen, wie der getargetet hat. Und hätte dann auch die Möglichkeit, diese Werbeanzeige zu verbergen gegebenenfalls. Das soll uns oder den Nutzern dieser Plattformen mehr Aufschluss darüber geben. Ist auch bei anderen ganz ähnlich. Hier der LinkedIn Newsfeed. Auch hier nehmen wir uns wieder eine Anzeige, auch hier im Drei-Punkt-Menü. Why am I seeing this ad? Ganz ähnlich aufgebaut, ja, sozusagen ein Teil dieser transparenteren Gestaltung. Kann man jetzt... Ah, danke, vielen Dank, Ilato, für den Link zum kompletten Hearing. Ich werde den dann auch im Moodle gleich mit verlinken. Wenn Ihnen mal Fahrt ist, es ist schon ganz interessant, teilweise geht es da,
recht erhitzt zu und es kommen, gerade wenn ich es richtig im Kopf habe, von Seiten einiger republikanischer Kongressabgeordneter auch durchaus einige gravierende Missverständnisse und Fehleinschätzungen, wo dann Mark Zuckerberg, der natürlich primär daran interessiert ist, das Unternehmen gewinnorientiert zu führen und vermutlich doch nicht so wie manchmal dargestellt der Leibhaftige in Person ist, auch in Schwitzen kommt. Ist nicht ganz unamüsant, sich das anzusehen. Aber wie gesagt, wir sollen transparent informiert werden, ob das ausreichend oder nicht ist, ist dann eine andere Frage. Ich werde Ihnen zeigen, wie anhand des Beispiels von LinkedIn, weil ich mich einerseits dort natürlich am besten auskenne und andererseits auch deshalb, weil der Werbeanzeigenmanager zwar vom Aufbau her sehr ähnlich ist wie Facebook, aber etwas übersichtlicher. Facebook ist das wesentlich komplexere Tool. Aber davor noch ein paar Statistiken und Fachbegriffe, die Ihnen im Zusammenhang mit Social Media Advertising immer wieder begegnen werden. Es gibt im digitalen Marketing, im Online-Marketing, zu dem Social Media oder Social Advertising ja gehört, würde ich sagen, vier Hauptkanäle, vier Hauptbereiche. Zur Beginnzeit, in der Steinzeit des Online-Marketings, da waren es in erster Linie Bannerwerbungen. Ich bin hier im Standard nicht eingeloggt. Manchmal sehen Sie da auch, dass die Seite gebrandet ist oder dann oben irgendwas eingeblendet wird, heute gerade nicht, aber auch der Standard hat primär, genauso wie die meisten Medien, Werbungen, die eben hier auch zwischen den normalen Artikeln auftauchen. Werbebanner sind dann eben auch mit Werbung gekennzeichnet. Klassische Werbebanner, wie sie früher üblich waren, sind eher fast ein wenig selten geworden. Ich meine, so etwas wie hier. Das wäre ein ganz typischer Werbebanner. Das war in den ersten Jahren Online-Marketing die wichtigste Form der Werbung. Und dann trat Google auf den Plan und wurde auch sehr schnell erfolgreich als Suchmaschine und hat ein vollkommen neues Werbemodell etabliert. Das kennen Sie natürlich auch alle aus eigener Erfahrung. Jetzt gebe ich hier mal Hebebühnen ein, weil wir vorher bei diesem Beispiel Hebebühnen. Sie suchen auf Google. Und Sie bekommen dann Ihre Suchtreffer, aber haben oberhalb der Suchtreffer hier gleich Werbeanzeigen stehen. Je nach Thema können das unterschiedliche Treffer sein. Hier haben wir jetzt direkt die Produkteinträge. Diese Google-Werbeanzeigen, die sind eben direkt gekoppelt an Ihren Suchbegriff. Das müssen Sie sich vorstellen, damit hat Google natürlich ein klassisches Problem oder ein klassisches Thema gelöst in der klassischen Werbung. Oder wenn Sie einen Werbespot spielen, können Sie nur hoffen, dass die Person gerade Interesse an dem Thema hat und das irgendwie mitbekommt. Der große Vorteil ist, hier wird die Werbung angezeigt direkt in dem Moment, in dem Sie eben nach dem jeweiligen Produkt suchen. Dasselbe bei E-Bike. Also ein sehr kurzer Weg. Das war natürlich eine sehr attraktive Version und hat dann auch immer, ist dann auch sozusagen der schnellst wachsende Teil der Online-Werbung geworden. Dann kam Social Media Advertising dazu, eben mit dem Erfolg von Facebook und dann auch durch die Verfügbarkeit auf anderen Plattformen. Und der vierte Bereich, neben eben klassischer, wenn man das so nennen kann, Banner-Werbung, AdWords und Social Media Marketing, der mittlerweile auch eine sehr große Rolle spielt, ist Influencer-Marketing, also Kooperationen mit bestehenden Influencern. Das ist heute nicht unser Thema, da werde ich in einer der kommenden Einheiten nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber diese vier Möglichkeiten haben Unternehmen, ich glaube, klar, bei Influencer-Kooperationen nutzt man bestehende Communities und verwendet sozusagen die Kanäle, die eben externe aufgebaut haben, indem man mit denen kooperiert, entweder durch simples Product Placement oder längerfristige Kooperationen. Beim Social Media Advertising geht es eben wirklich darum, anhand dieser Targeting-Optionen, die die einzelnen Plattformen bereitstellen, die eigene Zielgruppe ja, möglichst effizient zu erreichen. Mittlerweile, beziehungsweise sind wahrscheinlich noch ein paar mehr dazugekommen, diese Zahlen stammen vom vierten Quartal 2022, verwenden weltweit
4,7 Milliarden Menschen Social Media Services, insgesamt nicht einzelne Plattformen. Das heißt, potenziell wäre der Großteil der Weltbevölkerung über Social Media mit Werbung erreichbar. Weltweit wurden im Jahr 2022 173 Milliarden für Social Media Advertising ausgegeben. Diese Zahl soll, das ist natürlich eine Projektion, im aktuellen Jahr 2023 270 Milliarden betragen. Einer der schnellst wachsenden Bereiche innerhalb des Social Media Advertising ist die Videowerbung. Kommt in unterschiedlichen Flavors sozusagen. Sie kennen es von YouTube, die ach so beliebten und geschätzten Pre-Rolls und Unterbrecherwerbungen, aber genauso auch Video-Ads auf anderen Plattformen. Das wird bis zum Jahr 2024 80 Milliarden dieser insgesamt ja, rund 300 Milliarden ausmachen. Obwohl Social Media mittlerweile sehr weit verbreitet ist und auch etabliert, gibt es nach wie vor ein beträchtliches Wachstum in den Werbebudgets. 2021 auf 2022 waren das 12%, also mehr als ein Zehntel. Im Gesamtkontext des digitalen Marketings machte Social Media 2022 ziemlich genau ein Drittel aus. Und auch wenig überraschend, die USA sind weltweit der größte Social Media Marktplatz, auch mit den höchsten Ad Spendings. Es gibt ja auch Marktforschungsunternehmen, die regelmäßig das Vertrauen der Nutzer in unterschiedliche Anbieter untersuchen. Da sieht man trotz der steigenden Werbebudgets, trotz der steigenden Nutzerzahlen einen klaren Trend in den letzten Jahren. Das Vertrauen in Social Media sinkt. Nichtsdestotrotz, ein Punkt, der viele dieser Plattformen äußerst attraktiv macht, ist die, wie gesagt, zum einen das genaue Targeting und zum anderen auch die vergleichsweise günstigen Kosten. Ein Wert oder eine Kennziffer, mit deren Hilfe man unterschiedliche Werbeformate auch quer über verschiedene Medien zumindest bis zu einem gewissen Grad vergleichbar machen kann, ist das sogenannte CPM oder CPM. Die Kosten für 1000 Impressions, das M steht in dem Fall eben nicht für Millionen, sondern für Mille. Kost per Mille. Und dieser CPM bedeutet, was kostet es 1000 Personen, meine Werbeanzeige anzuzeigen. Können Sie berechnen für eine Zeitung, für einen Radiosender und genauso natürlich für Social Media. Und dieser CPM unterscheidet sich natürlich sehr nach Plattform. Werbung auf LinkedIn ist deutlich teurer als beispielsweise auf Instagram oder Facebook. Aber im weltweiten Mittel lag dieser CPM 2022 bei $8.15. Ein zweiter Wert, der in der Auswertung von Kampagnen sehr wichtig ist, ist die sogenannte Click-Through-Rate. Wenn Sie an das Format der Werbung denken, nicht alle, aber die meisten Werbeanzeigen enthalten natürlich einen Link. Das wäre hier in dem Fall Bitcoin-Werbung. Immer noch. Da haben wir eine Anzeige, da ist auch der Link und jetzt sehen 100 Personen diese Anzeige in ihrem Newsfeed und natürlich werden nicht alle draufklicken. Ein bestimmter Teil wird draufklicken, dann öffnet sich diese dahinterliegende verlinkte Seite und wie viele von 100 Personen tatsächlich auf diesen Link klicken, das bezeichnet man eben als die Click-Through-Rate, CTR oder CTR. Ganz wichtiger Parameter natürlich. Wenn die Click-Through-Rate 0 ist, dann hat die Anzeige nicht so gut funktioniert. Wie schaut es in der Praxis aus? Die durchschnittliche CTR von Social Media Kampagnen, auch hier natürlich Abweichungen nach starke Abweichungen nach oben oder unten zwischen einzelnen Plattformen, lag 2022 bei 1,2%. Die Auswahl der einzelnen Plattformen, auf denen Unternehmen Werbung schalten, richtet sich natürlich nicht nur nach den Preisen und Formaten, sondern ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist zum einen die Zielgruppe, die sie erreichen möchten, und sind zum anderen die Targeting-Möglichkeiten der jeweiligen Plattform. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Lehrstellen besetzen möchten, und ich höre von vielen meiner Kunden, dass es auch gar nicht so einfach ist, aktuell Lehrlinge zu finden, dann sind Sie vermutlich
mit Werbung auf LinkedIn nicht besonders gut beraten und es wäre wahrscheinlich schlauer, sich auf TikTok, Instagram oder auf andere Plattformen umzusehen. Das ist die eine Sache, das hat mit Alter zu tun, auch mit Präferenz, aber der zweite Punkt ist, die Plattformen bieten natürlich unterschiedliche Targeting-Möglichkeiten. Auf Facebook haben sie eher die Möglichkeit auf, ich sag mal, private Hobbyinteressen, sehr breiten Range von Interessen zu targeten. Auf LinkedIn stehen ihnen primär die Informationen am Profil zur Verfügung, also sprich Branche, Jobtitel und so weiter. Jetzt ist die Frage, wenn Sie ein Produkt, ein Service, eine Dienstleistung bewerben möchten, dann müssen Sie, ist das sozusagen die Ausgangsfrage, was ist die Gemeinsamkeit meiner Zielgruppe beziehungsweise wie kann ich diese Gemeinsamkeit mit Hilfe der vorhandenen Targeting-Möglichkeiten abbilden? Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass, wie gesagt, man mit sehr geringen Minimalbudgets arbeiten kann und wenn ein Fernseh- oder Radiospot mal gelaufen ist, wenn eine Printanzeige gedruckt ist, ist das Budget verbraucht und man weiß im Nachhinein, hoffentlich hat es etwas gebracht oder nicht. Bei Social-Media-Kampagnen kann man, wie gesagt, wirklich mit sehr, sehr kleinen Testbudgets beginnen und wenn man dann ein Modell gefunden hat, eine Kombination aus Targeting und Werbesujet, die gut funktioniert, dann lässt sich das Ganze auch nach und nach skalieren. Wenn man sich die Entwicklung, die Preisentwicklung auf den einzelnen Plattformen ansieht, ist auch klarerweise zu sehen, in Kombination mit steigenden Budgets ist im Laufe der letzten Jahre auch dieser CPM, also die Kosten für 1000 Impressions, für 1000 erreichte Personen, die sind im Laufe der Jahre immer wieder angestiegen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Preise für Social Media Werbung im Wesentlichen auf Real-Time-Auctioning basieren. Natürlich in einem nicht staatlich preisregulierten Markt, also in einem freien Markt, regeln sich Preise über Angebot und Nachfrage. Das ist auch bei analogen Medien nichts anderes. Wenn Sie ein Printprodukt herausbringen und Ihre Werbepreise kalkulieren, dann werden Sie sich bis zu einem gewissen Grad an den Preisen Ihrer Konkurrenten orientieren müssen, wenn die Nachfrage steigt, werden viele ihre Preise erhöhen und so weiter. Bei Social Media Plattformen geht es tatsächlich um dieses Auctioning der Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Nochmal zurück zum Newsfeed. Egal ob LinkedIn oder Facebook, diese Plattformen haben eine bestimmte Menge an Werbung, auch die wird variiert. LinkedIn hat, wenn man sich anschaut, 100 Beiträge im Newsfeed, wie viele davon sind Werbung, wie viele davon sind organische Beiträge, hat beispielsweise LinkedIn den Anteil an Werbung verdreifacht in den letzten 4 Jahren. Aber es gibt halt so etwas wie eine Höchstmenge sozusagen. Stellen Sie sich vor, Sie loggen sich auf LinkedIn oder Facebook ein und haben nur mehr Werbung im Feed. Nicht die Informationen, die Sie eigentlich sehen möchten. Das wird dann dazu führen, dass Sie aufhören, diese Plattformen zu nutzen. Also müssen Sie sich überlegen, wie viel Werbung können wir unseren Nutzerinnen und Nutzern unter Anführungszeichen zumuten? Das ist eine, wie gesagt, Frage, an der die Plattformen natürlich laufend auch experimentieren. Mehr Werbung bedeutet grundsätzlich mehr Einkommen, mehr Einnahmen für die Plattformen. Zu viel Werbung könnte aber dann wiederum zu einer Abnahme der Nutzung führen. Was ich Ihnen damit sagen will, es gibt nicht unendlich viel Platz für Werbung. Das heißt, Sie haben eine bestimmte Menge an Nutzern, die schauen sich für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Zahl an Newsfeed-Updates an. Die Zahl ist übrigens gar nicht so groß, wie man vielleicht glauben könnte. Auch hier sind mir die aktuellen Zahlen natürlich bei LinkedIn am meisten geläufig. Der Durchschnitts-LinkedIn-Nutzer, Durchschnitts-LinkedIn-Nutzerin gibt es Unterschiede wiederum am Smartphone und am Desktop, aber das liegt so bei 13, 14 Beiträgen, die sich die bei einer Session ansehen. Das sind nicht so viele. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass jeder dritte bis vierte Beitrag Werbung ist, sagen wir mal, schaut sich 15 Beiträge an, dann hat er da vielleicht 4 oder 5 Werbeanzeigen, 3 bis 5 Werbeanzeigen dabei. Und mehr geht sich nicht aus. Wenn jetzt aber mehr als 5 Kunden dieser Person, dieser Zielgruppe ihre Anzeige zeigen möchten, dann ist da zu wenig Platz. Und was passiert dann? Die 5 Meistbietenden werden angezeigt.
Google verwendet genau dasselbe Prinzip. Wenn Sie AdWords schalten, gibt es auch nicht beliebig viele Werbeplätze vor den Suchtreffern. Wer mehr zahlt, wird angezeigt. Und dadurch steigen natürlich die Preise automatisch. Das ist auch der Grund, und das werden wir uns jetzt gleich anschauen, wie das in der Live-Anwendung aussieht. Das ist natürlich auch der Grund, wenn Sie jetzt Ihre Werbeanzeigen anlegen, dann geben Ihnen diese Plattformen bzw. die Tools grobe Anhaltspunkte, wie viel Sie ungefähr ausgeben müssen, eben für 1000 erreichte Nutzer oder für einen Klick, basierend auf den aktuellen Daten. Realen Ausgaben können dann davon abweichen, je nachdem, wie lang Ihre Kampagne läuft und wie auch die Konkurrenz darauf reagiert. Also sozusagen anders als bei analogen Märkten, wo auch Angebot und Nachfrage den Preis definieren, passiert das hier nicht in etwas längeren Zyklen, sondern sozusagen in Echtzeit. Wenn jetzt, sagen wir mal hypothetisch, während unserer Vorlesung in einem relativ kleinen Land wie Österreich plötzlich 5 große Unternehmen beginnen, riesen Facebook-Kampagnen zu schalten, würde das die Werbepreise tatsächlich für alle, die ähnliche Zielgruppen erreichen, sofort nach oben treiben. Ja, und damit zur Praxis. Wie gesagt, ich möchte Ihnen das gern am Beispiel von LinkedIn zeigen. Das ist auch natürlich nichts, was Sie jetzt für die Prüfung im Detail wissen möchten. Das ist nur eine Ergänzung, sehen Sie so, wie dieses Zusammenspiel aus Targeting und Format in der Praxis funktioniert. Das ist nämlich dann doch weit weniger kompliziert, als man vielleicht glauben würde. So. Machen wir den etwas kleiner. Was Sie hier sehen, ist der Kampagnenmanager von LinkedIn. Wie gesagt, Facebook stellt ein ganz ähnliches Tool zur Verfügung. Was Sie hier auf der linken Seite haben, ist das Hauptmenü. Plan, da kann man Audiences anlegen. Ich werde jetzt nicht auf alle Funktionen im Detail eingehen. Es gibt integrierte Testfunktionen. Gerade weil die Mindestbudgets nicht so hoch sind, ist es hier sehr einfach möglich, verschiedene Sujets gegeneinander zu testen. Man lässt jedes für ein paar Tage laufen mit Minimalbudgets, schaut dann, welches funktioniert besser. Auch das schwierig bei Printanzeigen, da können Sie es nur nacheinander machen. Es gibt Analysefunktionen. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist, wie eine Kampagne grundsätzlich aufgebaut ist. Wenn Sie eine neue Kampagne anlegen, dann klicken wir jetzt hier mal auf New Campaign. Dann entscheiden Sie sich im ersten Schritt für eines von diesen drei Hauptzielen: Awareness, Consideration oder Conversions. Hängt auch zusammen mit dem AIDA-Modell. Letztendlich geht es darum, wofür Sie bezahlen. Bei Awareness bezahlen Sie pro 1000 Personen, die Ihre Anzeige sehen. Sie bezahlen für die Impressions. Das wäre ein klassisches CPM-Modell. Bei Consideration bezahlen Sie entweder für die Klicks, also für die Personen, die tatsächlich auf Ihren Link klicken, für das Engagement. Sie können auch Werbung so schalten, dass Sie sagen, ich bezahle dafür, wenn Personen, die diese Werbung sehen, auf Like klicken oder sie kommentieren oder meiner Unternehmensseite folgen, klassische Follower-Gewinnungswerbung, und auch Video-Views gehören in diese Kategorie. Wenn Sie Video-Views als Ziel wählen, dann müssen Sie natürlich logischerweise ein Video anstatt eines Bildes hochladen. Und hier in der dritten Spalte Conversions, Lead Generation, darunter versteht man im Normalfall die Weitergabe von Daten. Klassische Lead Generation Kampagne wäre, Ihnen wird irgendein Download, E-Book, was auch immer angeboten. Um das runterzuladen, müssen Sie irgendwo Ihre E-Mail-Adresse, gegebenenfalls auch Name und E-Mail-Adresse eintragen, und der Werbetreibende darf diese Daten dann verwenden, um sie später wieder anzusprechen, oder jemand soll sich registrieren für ein Webinar, für einen Event und so weiter. Auf LinkedIn gibt es dann auch noch Talent Leads, also Recruiting-Werbung, Conversion auf der Webseite, also Registrierung dort, und Jobbewerbungen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Preise nicht drastisch. Der Unterschied ist nur, je nachdem, ob Sie sich mit Ihrem Produkt und Ihrem Angebot eher am Beginn des AIDA-Funnels bewegen,
Ist es Ihnen wichtig, möglichst viele Personen zu erreichen, oder spielt die Reichweite keine so große Rolle, aber Sie möchten stattdessen Personen erreichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Ihre Anzeige klicken? Das fließt da in die Entscheidung mit rein. Für die weiteren Einstellungen macht das keinen Unterschied. Es ändert im Wesentlichen nur die Analysedaten, die Sie bekommen. Wir nehmen hier mal Webseitenbesuche und dann müssen wir hier im nächsten Schritt unsere Zielgruppe einstellen. Was Sie im Normalfall immer einstellen, ist die Location, also wo soll Ihre Werbung ausgespielt werden. Ich setze das mal alles zurück. So. Also ich muss hier mindestens eine Location auswählen. Wir nehmen jetzt wieder Austria und Sie sehen jetzt, in Österreich könnte ich mit LinkedIn insgesamt 2,1 Millionen Personen erreichen. Diese Vorschauzahlen werden hier immer gleich in... Das wird zu klein. Die sehen Sie da auch hier in Echtzeit. In der rechten Spalte eingeblendet. Nicht so einfach mit dem Screensharing bei vielen Informationen. Kann ein ganzes Land sein, können mehrere Länder sein, natürlich auch kleinere Einzugsgebiete, Wien oder was auch immer. Sie könnten auch Personen in bestimmten Locations exkludieren. Das ist also erst normal das Geotargeting. Im nächsten Schritt werden Sie im Normalfall Ihre Zielgruppe weiter verkleinern und da kommen jetzt eben die einzelnen Targeting-Möglichkeiten der Plattformen ins Spiel. Wenn ich hier auf Zielgruppe verkleinern klicke, wir sind hier auf LinkedIn, dann kann ich auf diese vorhin erwähnten Profilattribute targeten. Zum Beispiel bei den Demographics, da gibt es relativ wenig Daten, da gibt es nur Alter in groben Kategorien und Gender. Ich könnte meine Werbung bestimmten Unternehmen anzeigen, Unternehmen in bestimmten Branchen. Ich kann nach Universitätsabschlüssen, Schulen, Studienrichtungen targeten. Meist in der Praxis die größte Rolle auf LinkedIn spielt die Job Experience, zum Beispiel die Job Titles. LinkedIn als Business-Plattform, da geht es in erster Linie um B2B-Produkte und Services, also Unternehmen zu Unternehmen. Wenn Sie jetzt Hebebühnen, da sind wir wieder bei den Hebebühnen, wenn Sie jetzt Ihre Hebebühnen an Autowerkstätten verkaufen wollen, dann könnte beispielsweise Autowerkstättenbesitzer in der Branche Automobil könnte ein sinnvolles Targeting dafür ergeben. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise von den Job-Functions sagen, wir möchten uns nur an die Finanzabteilung wenden, das können Sie auch kombinieren mit mehreren Parametern und daraus ergibt sich dann eben eine bestimmte Zielgruppengröße. Diese Zielgruppengröße in dem Fall liegt bei rund 40.000 Personen und die Plattformen sagen Ihnen dann auch, wie viel Geld Sie ausgeben müssten in etwa, um diese Zielgruppe zu erreichen. Wie gesagt, das ist ein dynamisches System, bei dem sich die Preise laufend ändern, aber aufgrund der vorherigen Erfahrungen gibt es da natürlich grundlegende Erfahrungswerte. Dann müssen Sie sich für ein Werbeanzeigenformat entscheiden. Das hängt von den jeweiligen Plattformen ab. Die meisten bieten die Möglichkeit, Bilder zu schalten, Carousel Images, das sind die Slideshows, wo man eben am Handy swipen bzw. am Bildschirm weiterklicken kann. Video Anzeigen, wie gesagt, diese Formate sind plattformspezifisch. Die meisten Social Media Plattformen spielen die Werbung wahlweise entweder nur auf der Plattform selber aus, viele haben aber auch diverse Kooperationspartner, Meta genauso wie LinkedIn, also Drittseiten, auf denen diese Werbung auch ausgespielt werden könnte. Das können Sie sich als Werbetreibender aussuchen, ob Sie das möchten oder nicht. Und hier geben Sie dann ein Budget an. Wie gesagt, das tägliche Mindestbudget auf LinkedIn wären 10 Euro. Dann wählen Sie ein Startdatum, lassen die Kampagne entweder unbegrenzt laufen oder wählen ein Start- und Enddatum. Nächsten Schritt müssen Sie dann nur noch
ihre Anzeige bzw. ihre Anzeigen hochladen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie erstellen neue Anzeigen, indem sie da jetzt, je nachdem, wenn sie Bildformat, so wie wir gewählt haben, dann müssen sie jetzt der Anzeige einen Namen geben, einen Text und ein Bild hochladen. Und sobald sie das gemacht und einen Link angeben, wohin die Anzeige verlinken soll. Und sobald das passiert ist, ist ihre Werbekampagne grundsätzlich startbereit. Jetzt ist es natürlich so, wenn man Social Media Werbung schaltet, wie gesagt, testen ist sehr, sehr leicht möglich, ist eigentlich nur eine Frage des Zeitaufwands. Und ich habe in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viele Social Media Kampagnen entweder komplett selbstständig durchgeführt, mitkonzipiert, betreut, ausgewertet. Weniger in Österreich, meistens waren es eher internationale Kampagnen, teilweise auch mit sehr, sehr großen Zielgruppen und recht hohen Budgets und langen Laufzeiten. Und mein Hauptlearning oder mein Haupterfahrungswert war eigentlich, selbst wenn Sie das System technisch sehr gut kennen und glauben, Sie wissen, welche Kombination aus Targeting-Optionen und Werbeanzeige gut funktioniert, ist es dann oft so, wenn man unterschiedliche Varianten testet, dass gerade das Bild, das Video, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, dann am besten performt, am meisten geklickt wird, am meisten Verbreitung bekommt. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn Sie selber mal Social-Media-Kampagnen managen für Ihr Unternehmen, für Ihre eigenen Zwecke, meiner Meinung nach der Hauptschlüssel für erfolgreiche Kampagnen ist testen, verschiedene Varianten ausprobieren, so lang, bis man eine Möglichkeit gefunden hat, die wirklich gut funktioniert. Produkte, Services, Zielgruppen sind sehr, sehr individuell und wie gesagt, selbst hat auch einen Grund, dass all diese Tools mittlerweile schon eingebaute Split-Test-Funktionen enthalten. Dass man das in Echtzeit machen kann, ist einer der größten Vorteile, wenn Sie an die klassische Werbung denken. Früher, bevor man eine große Plakatkampagne ausgerollt hat, gab es natürlich auch Fokusgruppen und Abtestungen und so weiter. Mittlerweile können Sie auch jederzeit, wenn Ihre Kampagne beispielsweise 4-5 Tage läuft und Sie merken, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, können Sie das natürlich auch jederzeit im laufenden Betrieb ändern. Also mit anderen Worten, ein recht flexibles System mit sehr genauem Targeting, das mittlerweile, ja, man sieht es auch bei den Budgets und vom Wachstum her, ein fix etablierter Bestandteil des digitalen Werbekuchens darstellt. Ja, soweit von meiner Seite zum Thema Social Media Advertising. An dieser Stelle noch eine organisatorische Anmerkung, ich werde es dann auch gleich im Moodle aktualisieren. Unser nächster Offline-Termin mit dem Gastvortrag von Thomas Geiswinkler, ich freue mich sehr darauf, findet im Mai statt, und zwar ist das unser 2. Mai-Termin, das heißt nächste Woche, 4. Mai wieder im Stream und dann die Woche drauf, 11. Mai im Hörsaal. Informationen folgen per Moodle und E-Mail. Dankeschön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Genießen Sie den Frühling und die höheren Temperaturen, jetzt ist es ja anscheinend wirklich soweit. Wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Dabeisein.